den Lesemonat für den Juli 2015 und der war zwar nicht so erfolgreich wie der letzte Monat, da habe ich aber auch 17 Bücher gelesen. Und ich glaube, 17 Bücher jeden Monat ist einfach nicht drin, das ist unmöglich zu schaffen. Aber ich habe dennoch diesen Monat 13 Bücher geschafft und das ist ja auch eine Leistung. Ich bin mega stolz auf mich. Zur Statistik kann ich sagen, es waren 13 Bücher. Das waren 5848 Seiten, das sind 188 Seiten am Tag. Und ja, ich habe darunter auch ein E-Book gelesen und das werde ich euch als erstes jetzt zeigen. Und zwar war das war Sternenmeer von Tanja Wusen. Und das Ganze hat von mir 4 Sterne bekommen und es hat mir mega gut gefallen. Es war wie so eine freche Mädchengeschichte, muss ich sagen. Und es gab wirklich eine Zeit da, wo ich richtig gerne freche Mädchenbücher gelesen habe. Und ja, da ich auch im Inneren so ein kleines freches Mädchen bin, hat es mir mega gut gefallen. In dem Ganzen geht es ja um ein Mädchen, dessen Eltern sich jetzt bald trennen werden. Und sie soll in ein Sommercamp geschickt werden und sie will ihren Eltern eins auswischen. Und das Ganze klappt aber nicht so, wie es soll. Und sie landet doch im Sommercamp und dort passieren Sachen, die ihre Gefühle durcheinander bringen. Und das Ganze hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es mega toll und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Okay, jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich wirklich gelesen habe, also die ich nicht als E-Book gelesen habe. Und zwar war das erste Buch ein zweiter Teil und zwar von Lockwood & Co., Der wispernde Schädel. Und das ist, wie gesagt, der zweite Teil. Der erste Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Den zweiten Teil fand ich auch gut, aber ich muss sagen, der war einen Tacken schwächer. Da geht es halt weiter mit Lockwood und seiner Agentur. Und diesmal fängt ein Schädel mit ihnen an zu sprechen. Und das war ein bisschen schräg, aber dieser Schädel, den fand ich unglaublich witzig. Der hat mich immer so ein bisschen an den Schädel aus Das letzte Einhorn erinnert. Und das, was mir nicht so gut gefallen hat, war halt, es kommt auch so ein kleiner Zaubererwettstreit, Wettstreit zwischen den Agenturen, also mit einer anderen Agentur. Und da bin ich mit den Namen nicht so ganz klar gekommen und deswegen war das, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber das Ganze hat von mir dennoch 4 Sterne bekommen und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr die Reihe noch nicht gelesen habt. Okay, als nächstes habe ich eine Trilogie gelesen, die zeige ich euch mal so. Wenn ihr es noch nicht erkennen könnt, zeige ich euch die natürlich nochmal einzeln. Und zwar ist das die Meerestrilogie von Patricia Schröder. Als erstes habe ich natürlich gelesen Meeresflüstern und ja, ich werde euch jetzt den einzelnen Bänden nochmal sagen. Also Meeresflüstern hat mir noch richtig, richtig gut gefallen und da hatte ich eigentlich gedacht, dass es um Meerjungfrauen geht, aber das ist gar nicht so. Also es geht um, wie heißt die gute nochmal, Elodie, die nach dem Tod ihres Vaters zu ihrer Tante ans Meer zieht und dort soll sie irgendwie klarkommen, also mit der ganzen Geschichte mit ihrem Vater und so. Und dort passieren seltsame Dinge. Und irgendwann lernt sie dann, wie heißt der nochmal? Ich glaube, Gordian kennen. Und dieser Junge ist kein normaler Junge, erscheint eines Tages aus dem Meer. Und Elodie muss das große Geheimnis von ihm aufdecken. Und es bahnt sich eine kleine Liebesgeschichte an und das hat mir noch richtig gut gefallen, weil es sich auch mehr um diese Liebesgeschichte gedreht hat. Und dem Buch habe ich dann noch 4 Sterne gegeben und ich kann euch den ersten Teil noch sehr empfehlen, wenn ihr auf so kleine Liebesgeschichten mit etwas Zauber steht. So, und als nächstes habe ich natürlich den zweiten Teil gelesen, das ist dann Meeresrauschen. Und da geht es halt weiter mit Elodie und Gordon. Und der erste Punkt, der mich dabei gestört hat, war halt, dass Elodie immer nur Gordy genannt hat. Und mit diesem Namen kann ich gar nicht klar. Ich finde, Gordon ist eigentlich ein total schöner Name. Und der passt auch irgendwie zu ihm. Und das hat es irgendwie zerstört. Und anfangs hat mir das Buch auch noch gut gefallen. Aber nachher ging es mir zu sehr in diese Fantasy-Schiene rein. Also ich mag schon Fantasy, aber das wurde mir dann doch zu viel. Also da gibt es ja so viele verschiedene Arten. Also
Gordium, müsst ihr wissen, ist ein Delfinixix. Also für mich war er einfach nur dieser Mann aus dem Meer, muss ich sagen. Und da gab es dann noch Hainix und was weiß ich, alles irgendwas mit X. Das weiß ich nicht, das wurde mir irgendwann zu viel. Es gab so viele Ausdrücke dafür und für mich war er halt immer nur dieser Mann aus dem Meer. Aber das ganze Buch hat von mir noch 3 Sterne bekommen. Und zu guter Letzt habe ich dann noch Meerestosen von Patricia Schröder gelesen. Das ist der 3. Teil der Meerestrilogie. Und dieser Band, den fand ich am schwächsten, absolut schwächsten. Es gibt einen großen Kampf und Elodie erfährt neue Sachen über sich. Und ja, ich erzähle euch nicht zu viel davor, wenn ihr die Bücher noch lesen wollt. Da möchte ich euch jetzt hier auch nicht spoilern. Also ich muss sagen, dass mir der Band nicht mehr so gefallen hat. Aber ich fand, es war dennoch eine gute Reihe und ihr müsst sie unbedingt lesen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Okay, das nächste Buch, oder die nächste Reihe, muss ich sagen, hier halte ich euch jetzt nicht hoch, war die Bartimäus-Tetralogie. Und ja, ich halte jetzt hier den ersten Teil hoch, das ist das Amulett von Smarkand. Und ich habe gedacht, das wird so eine ganz langweilige Fantasy-Geschichte halt über den Wasserspeier Bartimäus. Das war mir irgendwann einfach auch klar, dass es um ihn geht. Aber es hat mir total gut gefallen. Also der erste Teil war einfach der Hammer. Hab diesen Schreibstil sofort wieder erkannt, weil ja der Autor Jonathan Sprout der gleiche Autor wie von den Lockwood und Co. Büchern ist. Und man erkennt den Schreibstil einfach sofort wieder und das hat mir gut gefallen. Er hat so einen unglaublich witzigen Schreibstil und auch Bartimäus, der hat so eine ganz tolle Art, die so total witzig ist. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. In den Büchern geht es halt um Bartimäus, der ist ein Dämon, glaube ich, es war ein Dämon. Und der wird von einem jungen Zauberer heraufbeschworen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Er hat einen ganz komischen Namen gehabt. Und der möchte sich an einem Zauberer rächen und deswegen soll er das Amulett von Smarkand für ihn besorgen. Und das hat mir unglaublich, unglaublich gut gefallen. Ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Es hat von mir 4 Sterne bekommen. Tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt irgendwie immer rüber gucken muss. Meine Liste liegt da. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Okay, als nächstes habe ich, wie könnte es anders sein, den 2. Teil von Bartimäus gelesen. Das war das Auge des Golem. Dieser Teil hat mir weniger gefallen. Der hat von mir 3,5 Sterne bekommen. 0,5 Sterne weniger als beim ersten Teil. Weil das war einfach, Bartimäus war ja erst so eine Trilogie. Und das war halt für mich so ein typischer Zwischenband. Und der Junge, ich weiß wirklich nicht mehr, wie er heißt, beschwört Bartimäus halt nochmal rauf, weil er jetzt irgendwie eine Zauberergemeinschaft und so was macht oder irgendwie sowas war das. Aber ich mag einfach Bartimäus, er ist mir total sympathisch geworden. Und ich kann euch die Bücher wirklich, wirklich empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Das werde ich heute noch bei vielen Büchern sagen, weil ich so viele tolle Bücher in diesem Monat gelesen habe, also im letzten Monat. Und ja. Aber besser gefallen hat mir dann wieder der 3. Teil von Bartimäus, den ich danach gelesen habe. Das ist die Pforte des Magiers und dieser Band hat wieder alles rausgerissen. Also wenn es eine Trilogie gewesen wäre, dann wäre das ein wirklich, wirklich geiles Ende gewesen, muss ich sagen. Dabei geht es halt darum, dass Bartimäus in der echten Welt, also in unserer Welt, schon seit einigen Jahren ist und so langsam wird er immer schwächer und er verliert seine Magie und sein Meister, dieser Zauberer, der weigert sich strikt, ihn wieder nach Hause zu lassen, damit er sich ausruhen kann. Und ja, Bartimäus muss aber erst noch eine Aufgabe erfüllen, bevor er wieder nach Hause darf. Und ja, ich fand das aber auch richtig cool, dass man halt diesen kleinen Zauberer aufwachsen sieht. Also er hat eine Menge durchgemacht. Also anfangs ist er im ersten Teil noch richtig klein und jetzt wird er halt immer erwachsener.
Und das fand ich richtig toll. Und das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Also das war das beste Buch von der ganzen Tetralogie. Und ja, dann hat es aber auch wieder aufgehört mit Bartimäus. Okay, das nächste Buch, was ich gelesen habe, war wieder ein absolutes Highlight für mich. Und zwar waren wir in Bremen shoppen. Und da lag dann halt ein großer Stapel von Stephen King Büchern im Thalia. Und da musste ich dann zugreifen und habe es dann sofort verschlungen. Und zwar geht es um Carrie von Stephen King. Und ja, wer kennt die Geschichte von Carrie nicht? Es haben wahrscheinlich alle den Film gesehen oder die Filme. Es wurde ja schon 4-mal verfilmt, obwohl 2 Filme da wohl nicht so gut von waren. Den einen Film habe ich gesehen, der nicht so gut davon war, aber egal. Also, Carrie von Stephen King. Worum geht es in Carrie eigentlich? Also, es geht um Carrie. Wer hätte es gedacht? Carrie ist immer so ein bisschen anders gewesen als die anderen. Sie wird in der Schule strikt gemobbt, in ihrer Mutter zu Hause, hat einen großen Glauben an den lieben Gott. Und den muss sie ja dann halt auch, den muss sie auch haben. Und irgendwann bekommt Carrie ihre Tage und weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Wird dann natürlich auch wieder total gemobbt. Und ja, das ist eigentlich der große Hauptteil der Geschichte. Nein, also Carrie wird dann irgendwann von dem also den hübschesten, beliebtesten Jungen von der ganzen Schule zum Abschlussball eingeladen. Und dort passiert auch ein großer Skandal und ich glaube, wir kennen alle diese Szene von dem Abschlussball, oder? Das ganze Buch hat von mir 5 Sterne bekommen und es war ein absolut tolles Buch. Es ist auch Stephen Kings erstes Buch gewesen, wodurch er berühmt wurde und ich liebe diese Geschichte einfach. Und ihr müsst es auch lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Okay, dann habe ich ein Buch gelesen, das ich gar nicht auf meiner Liste, also auf meinem Blog da habe, das habe ich vergessen. Also habe ich 13 bis 14 Bücher gelesen. Es geht um den 4. Teil von Bartimäus, das ist der letzte. Das ist halt so ein Zusatzband, wo man nochmal die Geschichte von Bartimäus erfährt. Und das Buch hat von mir 2 Sterne bekommen, also das war jetzt nicht so was, was mich so interessiert hat. Aber ich fand es ganz okay und damit war auch diese Tetralogie von mir beendet. Okay, dann habe ich ein ganz, 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 ganz tolles Buch gelesen. Und zwar auch wieder von meinem Lieblingsautor, von Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere. Ich habe es geliebt, ich fand es so, so toll. Es ist nicht gruselig, also es ist im Gegenteil, das war total spannend. Ich saß da, hab mitgefiebert und es war traurig an manchen Stellen, es war spannend. Es war schon so ein bisschen, dass ich Gänsehaut hatte, da hatte ich das Gefühl, dass irgendeiner hinter mir steht oder so. War aber nicht der Fall. Und ich fand das einfach mega, mega toll. In diesem ganzen Buch geht es halt um die Familie, um eine Familie, die in ein neues Haus zieht. Und es geht um eine Familie, die in ein neues Haus zieht. Und hinter diesem Haus liegt ein alter Indianerfriedhof. Ein Tierfriedhof. Und dort ist irgendwie noch ein Indianerfriedhof. Und die kleine Tochter wird halt dann dort auch mit dem Tod konfrontiert und wünscht sich halt, dass ihre Hauskatze nicht stirbt. Aber irgendwann wird sie dann halt überfahren, also die Katze. Und der Vater muss sich unbedingt was einfallen lassen, um gemeinsam mit dem Nachbarn begraben sie halt den Kater auf dem Indianerfriedhof und irgendwann wird er dann wieder lebendig, aber er ist total anders, also er stinkt und ist total anders als er vorher war und das merkt die Tochter auch. Aber irgendwann kommt es noch schlimmer und zwar der kleine Sohn von dem Vater halt auch überfahren. Und was passiert wohl, wenn er seinen Sohn auf den Indianerfriedhof vergräbt? Und ich habe da so mitgefiebert und es war so spannend. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe diesen Schinken in 2 Tagen gelesen.
Also ich saß da nur, hab gelesen und gelesen und gelesen und die Seiten sind so weggeflogen. Es hat von mir 5 Sterne bekommen. Und ich kann es euch so, so, so empfehlen. Es hat mir fast sogar besser gefallen als es. Und ich habe auch schon den Film gesehen und den kann ich euch auch empfehlen. Mir hat das so gut gefallen. Stephen King hat halt genau meinen Nerv getroffen und ich fand es so toll. Okay, als nächstes habe ich gelesen Die Bestimmung, Forrests Geschichte von Veronica Roth. Das Ganze fand ich ganz okay. Also da erfährt man halt verschiedene Geschichten von Forr, der halt wie er zu den Ferox gekommen ist und halt seine Bestimmung, wie er halt sein Leben war, bevor er zu Triss gekommen ist. Und ja, der Anfang hat mir ja gut gefallen, halt bevor er zu den Ferox gekommen ist. Aber nachher da wurde halt so viel erzählt, was halt im ersten Teil schon war. Und das war, keine Ahnung, das kannte man alles schon. Und da habe ich mich echt stellenweise gelangweilt. Und da war ich froh, dass das Buch nicht so dick war. Also es war halt nichts Besonderes. Und deswegen hat es von mir 3 Sterne bekommen. Ja. Ja, so, jetzt sind wir schon bei meinem vorletzten Buch schon wieder. Man sagt das so, 13 Bücher und schon sind sie wieder weg. Und ja, ich habe dann gelesen Herz aus Glas von Katrin Lange. Und ja, inzwischen sind ja schon alle 3 Teile draußen. Und ja, ich wollte dann auch unbedingt mir den zweiten Teil kaufen, deswegen musste ich ja den ersten lesen. Ich habe gedacht, ich könnte den zweiten hinterher lesen, aber mir hat das Buch jetzt gut gefallen. Ich fand es an manchen Stellen echt kitschig und es hat sich an manchen Stellen ein bisschen gezogen. Aber ich fand es ganz okay und das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Und ja, worum es geht? Es geht in diesem Buch um Juli, die mit ihrem Vater nach Martha's Vineyard muss. Und dort soll sie sich halt um einen Jungen kümmern, dessen Freundin gestorben ist. Und ja, diese Insel ist halt verflucht. Und weil dort immer Mädchen, die sich verlieben, von der Klippe stürzen. Das ist nicht so witzig. Also die stürzen von der Klippe. Und Juli hat sich halt auch verliebt und gerät dort auch in große Gefahr. Und ich fand, es hat sich so toll angehört und es hat mir auch gut gefallen, aber echt, an manchen Stellen habe ich echt mich gelangweilt. Aber ich möchte trotzdem die Trilogie fortsetzen. Also der zweite Teil steht hier schon bereit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr seht das hier. Ja, steht schon hier bereit. Und den dritten Teil möchte ich mir jetzt auch bald holen. Also der steht auch schon in unserer Buchhandlung. Den möchte ich mir auch bald holen. Ja, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben, habe ich schon gesagt. Und mehr kann ich zu diesem Buch also nicht. Und das letzte Buch, was ich im Juli ist richtig, im Juli gelesen habe, war das Buch, was mich in eine geradezu Leseflaute gebracht hat. Also ich habe das vor meiner Kur angefangen. Und ja, da habe ich gedacht, das wird das beste Buch ever. Aber dann ist irgendwie die Kur dazwischen gekommen und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Ich hätte es irgendwie mitnehmen sollen oder so. Und ja, dann, weiß ich nicht, bin ich irgendwie gar nicht mehr da reingekommen. Und ich habe dann das Buch hier in 2 Wochen, habe ich dafür gebraucht, um das zu beenden. Da habe ich gedacht, das geht doch gar nicht. Und zwar rede ich von Erebos von Ursula Prusnansky und so die Geschichte, das hat mich ja total angesprochen. Es geht ja um ein Computerspiel und sie dürfen mit keinem drüber sprechen. Und dieses Computerspiel will immer, dass sie irgendwelche gefährlichen Aufgaben in der wirklichen Welt erledigen. Und ja, so, der hat mich ja total angesprochen, aber ich weiß nicht, mit dieser ganzen Fantasy-Welt, die in dem Spiel war, damit kam ich irgendwie gar nicht klar und ich habe mich manchmal gefragt, wann kommt man eigentlich in die echte Welt zurück? Und ja, ich glaube, das ist halt so wie World of Warcraft, sowas. Aber mit sowas komme ich auch nicht klar, von daher. Aber mir hat das Buch doch ganz gut gefallen zum Ende hin und hat von mir 3 Sterne bekommen. Und ja, das war's jetzt schon wieder mit meinem Lesemonat. Wenn ihr irgendwelche Bücher davon schon gelesen habt oder mir irgendwie noch Leseempfehlungen habt oder sonst irgendwas, dann
Schreibt mir das doch in die Kommentare und ich würde sagen, das war's jetzt. Morgen gibt's dann noch meine Leseliste und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!